kurz durchatmen und dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel gegen Union Berlin vor 13.542 Zuschauern. Endstand 1:1. Neben mir die beiden Cheftrainer André Hofschneider und Jeff Salbene, und Berlin hat heute zuerst das Wort. Herr Hofschneider, bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend. Könnt ihr dem Kollegen kurz ein Zeichen geben, dass wir... Dankeschön. Auch ihm nochmal einen schönen guten Abend. Ja, ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen, wo zwei Mannschaften alles investiert haben. Bielefelder sind dafür bekannt, dass sie sehr viel laufen, sehr zweikampfstark sind. Wir haben es versucht, und ich denke auch über weite Strecken ist es uns gelungen, mit guten Ballpassagen so ein bisschen Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Wir haben immer dann Probleme bekommen, wenn wir die Bälle nicht gut festgemacht haben vorne. Dann war Bielefeld ja sehr stark im Umschaltspiel. Gehen 1-0 in Führung, haben dann erste Halbzeit 2-3 ja, gute Situationen, wo wir vielleicht den letzten Pass oder den letzten Torschuss nicht mit der maximalen Konsequenz die richtige Entscheidung treffen. Haben unmittelbar nach der Situation oder nach der Halbzeit die Großchance zum 2-0 aus dem Missverständnis heraus. Ja, und dann hat Bielefeld so 15 Minuten ziemlich lange gedrückt und viele Standards rausgeholt. Und ja, durch einen Sonntagsschuss dann zwischenzeitlich das 1-1 erzielt. In den letzten 20 Minuten, denke ich, haben wir wieder das Zepter in die Hand genommen, haben auch da die ein oder andere Situation rausgespielt und ja, hätten es dann vielleicht auch noch in einen Sieg ummünzen können. Am Ende bleibe ich bei, es war ein gutes Zweitligaspiel aus meiner Sicht mit zwei Mannschaften, die relativ offenes Visier hatten. Sorry. Dankeschön. Ich danke auch. Jeff, ich darf dir das Wort übergeben. Ja, ich sehe es auch so. Ich denke, wir haben ein interessantes, spannendes Spiel gesehen. Meine Mannschaft ist sehr gut ins Spiel gekommen. Die ersten 20, 25 Minuten sehr viel Aufwand betrieben. Ja, haben uns dann selber bestraft, würde ich mal sagen, mit der ersten Aktion, wo wir unser Tor fast selber schießen. Ja, waren dann in Rückstand und hatten vor der Pause noch 1-2, vor allem Putaro, eine unglaubliche Chance, 2 Meter vom Tor weit drüber schießt. Ging dann mit 0-2 ins Rückstand in die Pause und dann zweite Halbzeit wieder, 25 Minuten großen Aufwand betrieben, mutig gespielt, mit sehr viel Leidenschaft, Einsatz. Wurden dann belohnt mit dem Ausgleich und dann ja, in den letzten 15 Minuten kam Union besser ins Spiel, hatten sie auch noch 1-2 gute Chancen. Ich denke, dass ja, unterm Strich haben wir ein leistungsgerechtes 1-1. Ich denke, meine Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt, viel Aufwand betrieben, viel Leidenschaft, ja, keinen Vorwurf. Die Effizienz, ja, da können wir dran arbeiten. Sicher 2-3 Chancen, wo wir machen müssen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir nehmen einen Punkt mit. Gutes Spiel, 1-1. Alles in Ordnung. Gut, gibt's Fragen? Da gehen die ersten Hände hoch. Jens Brinkmeier, Westfalenblatt, einer zweiten Reihe. Ja, die Frage geht an beide Trainer, Herr Hofschneider, Herr Salbene. Die letzte Szene, da hat Union Berlin noch ein Tor erzielt, das er nicht gezählt hat. Können Sie mal aus Ihrer Sicht beide was dazu sagen, die Szene beschreiben? Ich würde sagen, auch hier zuerst der Gast. Ja, für mich eine unnötige Situation, die sich der Schiedsrichter da selber unterwirft. Er hat ja die Möglichkeit, im Vorfeld abzupfeifen, wenn seine angezeigte Nachspielzeit um ist, dann mitten in einer Aktion Pfiff, naja, also diese Probleme, die jetzt für ihn vielleicht daraus entstehen, hat er sich selber zuzuschreiben. Ich denke auch, dass er zeigt 3 Minuten Nachspielzeit an und lässt dann fast 4 Minuten laufen. Keine Ahnung wieso. Wenn er nach 3 Minuten abpfeift, passiert nichts. Aber Tego hat mir gesagt, wenn der Schiri nicht abgepfiffen hätte, hätte er den Ball gehalten. So gesehen. Problem gelöst. Problem gelöst, ja. Gibt es weitere Fragen hier in der ersten Reihe, wenn Sie sich kurz vorstellen würden? Matthias Koch, freier Journalist und Fotograf aus Berlin. André, jetzt 8 Spiele ohne Sieg. Nimmst du trotzdem noch was Positives mit? Und die Dreierkette hinten, wie warst du zufrieden mit ihr? Auch mit den beiden Debütanten, sag mal, Micha kann man ja auch fast dazu ziehen, Micha Parensen und Marvin Friedrich.
Ja, 8 Spiele sind es ohne Sieg, das ist richtig. Da sind wir heute jetzt auch keinen entscheidenden Schritt näher gekommen. Ich habe es ja gesagt, es waren Möglichkeiten da, in gewissen Spielsituationen einfach ein zweites Tor zu machen. Am Ende muss man auch konstatieren, dass man vielleicht ein gerechtes Unentschieden gesehen haben für die Phasen im Spiel. Kann man sich am Ende nichts kaufen. Wir haben trotzdem in vielen Situationen versucht, so zu spielen, wie wir uns vorgenommen haben. Mit der Dreierkette glaube ich jetzt nicht, dass es ein großes Problem war für die Mannschaft, weil sie diese Systeme ja auch schon mal kannte. Also jeder hat schon mal irgendwann Dreierkette gespielt. Marvin für sein erstes Spiel hat eine Ruhe ausgestrahlt. Micha ist natürlich mehr der Zweikämpfer, hat es auch in vielen Situationen, fand ich, ganz ordentlich gemacht. Also an der Dreierkette insgesamt lag es heute sicherlich nicht, dass wir nicht gewonnen haben. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall, dann beenden wir es für heute. Wir spielen Samstag in Duisburg und das nächste Heimspiel in der Schüko-Arena ist dann am 17.02. gegen Darmstadt 98. Vielen Dank.